Wo soll's heute gemeinsam hingehen? Unsere Ausgangslage ist die, dass viele Unternehmen ein strukturiertes Learning-Management-System bei sich in der Firma aufbauen wollen. Es gibt E-Learnings, es gibt Präsenzveranstaltungen, es gibt alles Mögliche und das Ganze soll in einer strukturierten Form in einem Learning-Management-System aufgebaut werden. Bevor wir weiter darauf eingehen, welche Möglichkeiten es dazu gibt, wollen wir unsere erste Umfrage dazu starten. Planen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein LMS einzuführen oder haben Sie eines bereits implementiert? Dann antworten Sie uns gerne mit A, B, C, D oder der Antwort E. Genau, also Sie sehen jetzt im blauen Bildschirm, wir haben jetzt nicht die Buchstaben, aber auch die gleichen Antworten. Während wir jetzt einfach kurz die Frage beantworten würden, planen Sie ein Learning-Management-System einzuführen oder haben Sie bereits eines implementiert? Wenn Sie kurz auf den Bildschirm klicken könnten und entsprechend Ihre Antwort geben könnten. Okay, ich sehe, schon fast schon 80, 90% der Personen Ihre Stimme abgegeben. Wir würden jetzt noch 2, 3 Sekunden warten und würden dann gleich auch das Ergebnis präsentieren. Vielen Dank für Ihre Antwort. Die Frage war, planen Sie ein Learning Management System einzuführen oder haben Sie bereits eines implementiert? Die Mehrheit mit 33% haben keine SAP-Software geplant oder im Einsatz. 28% ja, wir haben die SAP LSO. Dann mit 17, wir planen die SAP LSO einzuführen. Und jeweils mit 11% kommen die Themen SAP Success Factors an der Reihe. Das heißt, 11% planen die Einführung bzw. haben schon SAP Success Factors eingefügt. Vielen Dank für die Antworten. Für diejenigen unter Ihnen, die bereits eine Software im Einsatz haben, um ein strukturiertes Learning Management in ihrem Unternehmen abzubilden, kann es sein, dass es bei Ihnen so aussieht. Na? Wenn ich es schaffe auf die nächste, so sieht es dann vielleicht aus. Und das heißt, auf der einen Seite haben Sie Ihre Schulungsorganisation, externe Angebote, Lerninhalte, die Sie über eine Akademie anbieten, bestenfalls über ein Portal, bei dem verschiedene Trainingsformate den Mitarbeitern angeboten werden. Die Akademie läuft, das ist alles wunderbar. Und dann kommt die Personalentwicklung und denkt sich, Mensch, wir bieten ja unsere Trainings nicht zur Langeweile an, sondern um Skills und Kompetenzen zu vermitteln, die wiederum Anforderungen ihrer Stellenbeschreibungen darstellen, die in einem Organisationsmanagement bestenfalls bereits abgelegt sind oder auch noch nicht. Das Ganze ist mit dem klassischen SAP sehr leicht realisierbar. Man aktiviert einfach nur in Anführungszeichen das SAP Talent Management und schon hat man eine integrierte Akademie. Wie sieht das Ganze nun mit der Cloud aus? Hierzu meine Kollegin Sarah Tatli, die mit mir gemeinsam einen Blick darauf werfen wird, wie sieht eigentlich das Thema Talent und Learning Management in der Cloud aus? Und wenn Sie integrative Prozesse verfolgen, was gehört alles mit dazu? Einerseits die Verrechnung nach FICO, andererseits natürlich die Stammdaten und die Frage ist, wenn man so in der Cloud ist, wo hängen denn die Stammdaten und was mache ich damit? Und wie bekomme ich meine Organisationsstruktur eigentlich in das ganze System hinein? Heute im Rahmen dieses Webinars darf ich mich also in die Rolle der Fragenden begeben und vielleicht die eine oder andere Antwort von Frau Tatli erhalten. Wenn wir gemeinsam in die Cloud gehen und schauen, was dort an Akademien und an integrierten Prozessen möglich ist. Bevor wir uns das anschauen, kannst du uns einen Kurzüberblick geben, Sarah? Was ist denn eigentlich die Cloud? Ja, was bedeutet eigentlich Cloud?
Das heißt, für alle unter Ihnen, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte hatten, eine kleine einleitende Slide dazu, was das eigentlich bedeutet. Und wenn wir über Cloud reden, dann stoßen wir auf zwei weitere Begriffe, die eigentlich auf das Gleiche hindeuten. Das ist einmal der Begriff On Demand und das ist einmal der Begriff Software as a Service. Und was beinhaltet dieser Service? Also die größte Eigenschaft oder die wichtigste Eigenschaft ist eigentlich, dass das Hosting der Lösung, sei es das Learning Management, sei es auch ein anderes Modul, durch SuccessFactors erfolgt. Das heißt, wir haben Datencenter, die von SuccessFactors gepflegt werden, in denen die Lösungen und ihre Daten liegen. Davon zwei auch in Europa, einmal in Amsterdam, einmal in St. Leon Roth, also ganz in der Nähe der SAP-Heimat Waldorf. Ein Vorteil von Cloud-Lösungen im Allgemeinen ist die Skalierbarkeit. Das heißt, wir haben viele Kunden, die sagen, naja, das ist so ein mächtiges System und ist es denn überhaupt möglich, klein anzufangen und dann Schritt für Schritt eine größere Zielgruppe zu erreichen? Und das ist natürlich möglich, wenn man mit der Hardware eigentlich kaum etwas selbst zu tun hat, sondern lediglich durch die Aktivierung weiterer Nutzer die Skalierbarkeit einfach steuert und klein anfängt, vielleicht mit einem Piloten und dann mehrere Mitarbeiter hinzuschaltet in das System. Der dritte wichtige Punkt, Release Updates. Das heißt, SuccessFactors bietet alle 3 Monate Updates an und diese können Kunden aktivieren oder eben auch überspringen. Das heißt, Funktionalitäten werden erweitert, völlig neue Tools kommen hinzu und bieten so die Möglichkeit, davon zu profitieren, dass das System auch aufgrund von Kundenbedürfnissen stetig weiterentwickelt wird. Und so gibt es weitere Eigenschaften, die typisch Cloud sind, beispielsweise Plug and Play, ist auch so ein Begriff, den man immer wieder hört. So einfach ist es aber nicht. Das heißt, wenn wir bei unserem Kunden ein Learning Management System implementieren, dann ist es durchaus so, dass das System mit vielen Funktionen, mit einer breiten Palette an Funktionen daherkommt. Doch dennoch bedarf es eben der Konfiguration, das heißt der Einstellung. Das bedeutet, wir entwickeln nichts hinzu. Aber wir passen das, was vorhanden ist, an die Bedürfnisse und an die Prozesse unserer Kunden. Und das kann auch bedeuten, dass wir downsizen, dass wir das, was da ist, teilweise deaktivieren, bis es dann irgendwann vielleicht doch in Nutzung kommt. Ein großes Thema, als damals die SAP SuccessFactors gekauft hat, war natürlich, naja, wie ist das denn mit der Sicherheit? Und vor allen Dingen wir als DTS, wie reagieren unsere Kunden auch auf die Cloud? Und man könnte einen ganzen Workshop allein für dieses Thema Sicherheit machen. Wir möchten dies abkürzen und Sie fragen, damit gehen wir in die zweite Umfrage, wäre es für Sie vorstellbar, Talent Management in der Cloud zu nutzen? Das können Sie unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit oder eben auch grundsätzlich beantworten, wenn Sie mögen, und zwar mit der Antwortmöglichkeit ja oder mit nein. Genau, Sie sollten jetzt wieder den blauen Bildschirm vor sich haben. Ich sehe schon die ersten Antworten schon. Vielen Dank. Die Frage ist, wäre es für Sie vorstellbar, Talent Management in der Cloud zu nutzen? Ja oder nein? Entschuldigung, ja oder nein? Okay, ich sehe, die meisten haben schon abgestimmt. Wir warten noch wiederum 1-2 Sekunden. Okay. Ich möchte mich auch hier bedanken für die wirklich rege Teilnahme. Vielen Dank. Wir würden jetzt auch schon die Antworten hier geben. Wäre es für Sie vorstellbar, Telemanagement in der Cloud zu nutzen? Ja, fast pari pari, ja, sagen 52%, nein, 48%. Wunderbar. Das heißt, bei diesem 50-50-Thema, ob man sich jetzt in die eine oder andere Richtung entscheidet, möchte ich gerne mal einen kurzen Blick werfen mit dir, Sarah, auf das Projekt Vorgehen. Egal, ob man sich jetzt für die Cloud oder für das klassische SAP entscheidet, worin sind denn so die gravierenden Unterschiede erkennbar zwischen dem einen und dem anderen Projektvorgehen? Sicherlich, wir als TTS gehen her und haben unsere Philosophie mit im Gepäck, die wir auch jedes Mal, egal ob Cloud oder nicht, nutzen.
Doch den einen oder anderen Unterschied gibt es sicherlich, allein schon, wenn ich an die Entwicklung denke. Ja, beispielsweise weiß ich von meinen SAP-Kollegen, von meinen SAP-Klassisch-Kollegen, um das deutlich zu machen, dass die Entwicklung vor Ort passiert. Das heißt, Entwickler sind in der Regel an Bord, wenn es um SAP-Implementierungen geht. Das ist ein deutlicher Unterschied zu unseren SuccessFactors-Projekten, weil wir da die Möglichkeit haben, remote zu konfigurieren. Das heißt, wir müssen nicht vor Ort sein. Wir können rein technisch betrachtet von überall auf das System zugreifen und für den Kunden alles einstellen und ihm das zur Abnahme vorstellen. Und so gibt es weitere Themen, die teilweise variabel sind. Das heißt, da wo wir sagen, okay, hier bietet das ist, oder bietet die Philosophie, Cloud und SuccessFactors Optionen und die stellen wir unseren Kunden vor. Und so kann es beispielsweise sein, dass die Monate, die man aus SAP-Projekten kennt, auch auf SuccessFactors zutreffen. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass wir ein Projekt, zum Beispiel eine LMS-Implementierung in 3 Monaten durchführen. Hängt alles davon ab, wie komplex die Prozesse sind und was der Kunde eben wünscht. Und weitere Themen sind, was jetzt Cloud Support angeht oder die Upgrades, die wir schon besprochen haben, oder auch die Methodologie, teilweise fix und teilweise bringen wir da eben die Portion TTS ein, die wir aufgrund der Erfahrung gesammelt haben. Gut, jetzt haben wir ein bisschen einen kleinen Überblick bekommen über die Cloud, wie es dort funktioniert und wie auch die Cloud-Projekte vonstatten gehen. Ich möchte gerne inhaltlich mit dir einsteigen, Sarah. Wenn ich da an die SAP-Lösung denke, mit den vielen verschiedenen Trainingsformen, die wir den ganzen Lernern, den Mitarbeitern anbieten können, da sieht das ja bei der Cloud, dem SF Learning, ein wenig anders aus. Lass uns mal gemeinsam auf die Inhalte gehen, wie man mit SAP SuccessFactors eine Akademie aufbauen kann. Ähnlich wie in der SAP LSO haben wir auch in SuccessFactors unterschiedliche Trainingsformen. Davon sind 4 Kategorien erstmal fix gegeben. Das ist einmal das Thema Klassenraumtrainings, das heißt, wir können Präsenzveranstaltungen abbilden, aus denen Termine hervorgehen, das heißt, das Training findet zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort statt. Das sind zweitens Online-Trainings, das heißt, wir haben irgendeine Art von Content, irgendeinen elektronischen Inhalt im Hintergrund und es ist eben nicht zeitgebunden, es gibt keinen Termin, aber der Lerner hat die Möglichkeit, WBT beispielsweise oder eine Audioaufnahme oder ein Video oder ein Dokument aus dem LMS heraus aufzurufen. Eine dritte Kategorie, die das System mitbringt, sind die sogenannten Blended Trainings. Das bedeutet, wir haben Präsenz- und Online-Elemente verknüpft. Das heißt, es kann sein, dass ein Kurs mit einem vorbereitenden E-Learning beginnt, aber dennoch hat der Lerner die Möglichkeit oder er soll sich auf Präsenztermine buchen, um an diesen teilzunehmen. Eine vierte Kategorie ist weitere, sonstige oder other, wie das in der Systemterminologie heißt. Und das beinhaltet eben alles andere. Das bedeutet keine Termine, kein Content, der hinter dem Kurs liegt, aber die Möglichkeit, Lernern zum Beispiel On-the-Job-Trainings als Aufgabe mitzugeben oder Werksbegehungen oder Termine jeglicher Art, Arztbesuche im Unternehmen oder eben auch Aufgaben jeglicher Art. Und für all diese Kategorien gilt, dass man sich innerhalb derer austoben kann. Das heißt, in unseren Projekten gehen wir hin und sagen, okay, das sind 4 Kategorien, die sind gegeben. Welche Trainingstypen haben Sie denn wirklich? Haben wir Virtual Classrooms? Haben wir Dokumente, SOPs oder sogar Training on the Job? Also diese Kategorie weitere gefällt mir vor allen Dingen im Kontext von Weiterbildungsangeboten außerordentlich gut. Also ich sehe schon, das meiste scheint auch in SuccessFactors abgebildet werden zu können. Aber was mache ich jetzt, wenn ich meine Skills, meine Kompetenzen ebenfalls mit abbilden möchte, wenn ich bestimmte Qualifikationen über diese Kategorie weitere anbinden möchte, weil diese wiederum Bestandteil einer Anforderung in einer Stelle sind? Wie steht es denn um das Thema integrierte Akademie mit SuccessFactors?
Hierzu möchte ich Ihnen Folgendes präsentieren. Und zwar haben wir, wenn wir über SuccessFactors reden, natürlich nicht nur das LMS, sondern das LMS ist integriert in eine gesamte Talent Management Suite, die modular aufgebaut ist. Das heißt, das Learning-Modul ist lediglich eines von vielen. Wir haben Performance Management, wir haben Goals, es gibt ein Modul Recruiting, es gibt ein Modul Succession für die Nachfolgeplanung, Jam, was sowas wie Facebook fürs Unternehmen ist, also eine soziale Plattform, und Analytics fürs ausführliche Reporting über alle Module hinweg. Das heißt, wir haben innerhalb der Module bzw. zwischen den Modulen Integrationselemente. Und bevor ich Ihnen ein paar dieser Integrationen beispielhaft vorstelle, machen wir weiter mit unserer dritten Umfrage zum Thema integriertes Talent Management. Und hier ist die Frage, die wir Ihnen stellen möchten. Planen Sie den Einsatz einer integrierten Akademie, also eine Nutzung weiterer Module, wenn wir über das LMS hinausgehen? Und da sind die Antwortmöglichkeiten ja mit SuccessFactors, ja mit dem klassischen SAP oder auch ja mit anderen oder nein. Okay, vielen Dank, Sarah. Du hast ja die Frage formuliert, planen Sie den Einsatz einer integrierten Akademie unter Nutzung weiterer Module mit den entsprechenden Beantworten. Ich sehe auch, dass die Teilnehmer wieder gut dabei sind, entsprechende Antworten zu geben. Vielen Dank vorab. Wir warten jetzt auch wieder ein, zwei Sekunden und würden dann auch entsprechend das Ergebnis wieder präsentieren. Hier haben wir schon die Ergebnisse. Die Frage war, bleiben wir dem Einsatz einer integrierten Akademie unter Nutzung weiterer Module? Hier mal ganz klar, vorne ist ja, klassisch mit SAP, danach nein, danach mit 19% ja, aber mit anderen Lösungen und zum Schluss ja mit SAP SuccessFactors. Ja, also eine deutliche Tendenz hin zu SAP klassisch Lösungen, aber insgesamt doch recht durchwachsen. Dann schauen wir uns doch mal an, was SuccessFactors hier anbietet. Und zwar gehen wir aus von dem Learning-Modul und hiervon ausgehend möchten wir Ihnen drei Beispiele präsentieren. Diese sind einmal Integrationselemente zu Jam, Integrationselemente zum Performance-Management und das Thema Mobile-Learning. Startend mit Jam. Wie gesagt, das ist wie Facebook fürs Unternehmen. Das bedeutet, es ist innerhalb der Suite die Möglichkeit da für den Lerner in Jam abzuspringen und soziales Lernen damit, an sozialem Lernen teilzunehmen. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine Startseite von einer Userin, hier Carla Grant, und mit eben unterschiedlichen Updates, die ja hier auf ihrem Newsfeed sichtbar sind. Wenn wir über Integration sprechen, dann wird der hier gerade markierte Bereich Groups interessant. Und zwar haben wir die Möglichkeit, Gruppen in Jam zu erstellen, die mit Kursen im LMS verknüpft sind. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Leadership, irgendeine Art von Führungstraining habe, sei es ein Online-Training oder ein Präsenztraining oder Blended oder was ganz anderes, kann ich dazu als Trainingsadministrator auf der Admin-Oberfläche des LMS entweder bestehende Jam-Gruppen wählen oder eben eine Jam-Gruppe dazu erstellen, sodass ich den Lernern die Möglichkeit gebe, sich entweder vor dem Kurs, währenddessen oder auch im Nachgang untereinander und am besten noch mit dem Trainer dazu auszutauschen. Und die Lerner, die dann zu diesem Kurs registriert sind, werden automatisch, und da gibt es unterschiedliche Optionen, zu dieser Gruppe eingeladen. Und innerhalb der Gruppe sieht es dann so aus, dass Dokumente geteilt werden können, Umfragen können gemacht werden, Content jeglicher Art kann hochgeladen werden, Fragen können gestellt werden, zum Beispiel an den Trainer, wenn dieser den Lernern so Hausaufgaben mitgegeben hat, am besten bei einem Kurs, der über mehrere Tage vielleicht dauert. Das alles kann hier innerhalb von Jam passieren. Was der Lerner im LMS, und dieses Slide zeigt Ihnen, das heißt, wir sind nicht mehr in Jam, sondern wir sind jetzt im Lernmodul, und sehen auf der linken Seite den Lernplan. Das heißt, das ist das, was der jeweilige Lerner
naja, abzuarbeiten hat. Alle Kurse, die er entweder sich selbst zugewiesen hat oder seinem Manager gesagt hat, hier bitte bearbeite diesen Kurs, oder die er über den Administrator zugewiesen bekommen hat. Von hier aus kann er in Jam abspringen, bei einem Kurs, wo eben eine Jam-Gruppe im Hintergrund ist. So, zusammenfassend. Jam erlaubt das Thema Social Collaboration und ich kann als Lerner zudem innerhalb des Kurskatalogs, wenn ich irgendeinen Begriff suche, zum Beispiel ich suche ein Kommunikationstraining, dann werden mir angezeigt die formellen Trainings, die ein Admin angelegt hat, wie auch alles Informelle. Das bedeutet, Dokumente, Umfragen, Personen, Gruppen und weiteres, die in Jam zu diesem Begriff bestehen. So, Performance Management. Der Kernbegriff hier ist das Thema Kompetenzen. Kompetenzen stellen die Brücke dar in dieser Integration. Und wir haben hier die Möglichkeit zu Stellen oder Stellenprofilen, sogenannten Jobcodes, Competency Profiles, also Kompetenzprofile hinzuzufügen. Und diese Kompetenzprofile bestehen aus unterschiedlichen Kompetenzen. Hier haben wir zwei Beispiele, Entrepreneurship und Situational Leadership. Und die soll ein bestimmter Mitarbeiter, der eine Jobrolle hat, in einer bestimmten Ausprägung, naja, vorweisen. Und diese Kompetenzen werden mit Trainings verknüpft, sodass, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind weiterhin als Carla hier im System angemeldet und gehen auf das Mitarbeitergespräch mit dem Kollegen oder dem Mitarbeiter Markus Hoff, dann haben wir hier unten einen Bereich, der uns zeigt, aha, das sind die Kompetenzen, die er haben sollte in der und der Ausprägung. Und das System zeigt mir an, wo gibt es denn Gaps, wo gibt es denn Lücken. Und basierend auf diesen Lücken und basierend auf den Kompetenzen kann ich aus dem Performance Management Modul direkt ins LMS springen, beziehungsweise auf den LMS Kurskatalog zugreifen und anhand dieser Kompetenzen mir Kurse anzeigen lassen. Beim nächsten Mal, nach dem Mitarbeitergespräch, wenn der Lerner sich anmeldet, sieht er eben, aha, aus dem Gespräch ist resultiert, dass ich die und die Kurse jetzt machen soll, um meine Kompetenzen zu verbessern. So, das dritte Thema, Mobile. Hier bietet SuccessFactors eine App an. Eine App für iOS, Android und BlackBerry. Mobile Endgeräte, seien es Tablets oder eben Mobiltelefone. Und naja, was man aus dem LMS kennt, kann man in abgespeckter Version natürlich auf diesen Endgeräten durchführen. Das heißt, ein Zugriff auf den Lernplan, auf Genehmigungen und auf Online-Kurse. Und das sehe so aus, dass wir einen Kurs auswählen, ein Online-Item in diesem Fall, ein Online-Kurs und den Content einfach auf dem, Sie sehen es hier, das ist höchstwahrscheinlich ein iPhone, aufrufen können. Auf dem Tablet sehe das so aus, dass wir sagen, okay, wir gehen ins Learning-Modul, starten den Kurs Antidiskriminierungsrichtlinien und haben das Dokument und können hier in dem Fall sagen Agree, Disagree. Ja? Und so wird dann zurückgemeldet an das LMS, dass dieser Lerner diesen Kurs besucht hat und den Inhalt hier bestätigt hat. Das waren drei Beispiele für Integrationselemente und damit haben wir das Thema integrierte Akademie durchleuchtet. Aber nichts geht doch, wenn wir nicht auch noch einen ordentlichen Mitarbeiterstamm im System haben. Denn irgendwoher brauche ich doch auch die Daten, um meinen Lerner buchen zu können, um zu sehen, welche Anforderungen gibt es denn an einer Stelle und mit welchen Qualifikationen kann das Ganze abgedeckt werden. Wie steht es um die Stammdatenintegration? Naja, unter dem Dach der SAP haben wir zweierlei. Also wenn wir über Talent Management reden, zumindest mindestens zweierlei. Und das eine ist ein volles Human Capital Management, ein vollständiges On-Premise, das heißt klassisch, und übrigens auch ein vollständiges Human Capital Management in der Cloud, nämlich mit Employee Central, in dem ich auch Stammdaten pflegen kann. Was wir aufgrund unserer Projekte und Erfahrungen mit Kunden am allermeisten feststellen oder beobachten, sind hybride Lösungen. Das heißt, das, was von SAP vor anderthalb, zwei Jahren kommuniziert wurde, können wir tatsächlich aufgrund unserer Projekte und der Strukturen, die wir dann eben vorfinden, bestätigen. Das heißt, in den allermeisten Fällen haben wir die Stammdaten on-premise
und zum Cloud-Player, wie beispielsweise hast, mit diesen Daten befüllt werden soll. Und natürlich muss das HR-System nicht zwingend ein SAP-HR-System sein. Der Datentransfer erfolgt so, dass wir eben ein bestimmtes Format haben müssen und wir müssen die Felder mappen. Wir müssen sagen, okay, wenn wir jetzt über Mitarbeiterdaten beispielsweise sprechen, die Personalnummer, was ist das denn übersetzt in der Cloud? Was ist das denn für Success Factors? Das heißt, das ist etwas, was wir innerhalb des Projektes durchführen mit dem Kunden, sodass diese Daten dann in diesem File-Format aus dem HR-System extrahiert werden können, abgelegt werden auf einem SFTP-Server und von SuccessFactors dort aufgerufen und abgeholt werden können, um sie dann in die B6-Suite, also in diese Talent-Management-Suite, zu laden. Was SAP ihren Kunden anbietet in diesem Zusammenhang, ist ein Add-on, das Integrations-Add-on aktuell in der Version 2.0. Das bedeutet, die Felder für Mitarbeiterdaten, fürs Org-Management sind gemappt. Es gibt letztlich einen Report, der diese Daten extrahiert und sie über den Transfer in die B6 laden lässt. Gar ein kleiner Auszug lediglich aus diesen Feldern. Wir sehen auf der linken Seite das Success Factors Feld, wie zum Beispiel die User ID, und das SAP-Feld kann zum Beispiel die Central Person sein. Oder wenn wir über Manager sprechen, dann gibt es sogar Optionen. Zusätzlich kann zu jedem dieser Felder ein Body entwickelt werden. So, ein kleiner Ausblick, was zusätzlich möglich ist, denn das war jetzt die fallbasierte Integration. Wir haben zusätzlich die Möglichkeit, über eine Middleware zu gehen, über PI in diesem Fall. Und das bietet uns die Möglichkeit für spätere Integrationen, nämlich wenn SAP die erweiterte Learning-Integration ausliefert, mit Competency-Daten, die zwischen den Systemen integriert werden können, und Kostendaten, dann wird eben diese PI-Integration notwendig, um diese erweiterte Learning-Integration zu nutzen. Weißt du, wenn ich mir das hier anschaue und auch die Ergebnisse der Umfragen der Zuhörerinnen und Zuhörer sehe, möchte ich als Ausblick zu dem Thema folgende These wagen. Wir seitens TTS, wir kommen aus der klassischen SAP-Welt, wir sind erfolgreich in der neuen SAP SuccessFactors-Welt angekommen. Wir durften bisher schon einige Projekte begleiten, sowohl in der einen als auch in der anderen Welt. Und die Quintessenz aus dem, was du uns gezeigt hast, Sarah, und aus dem, was unsere Erfahrungen bisher zeigen, ist, dass es wohl doch kundenindividuell zu entscheiden ist, ob man sich für eine integrierte Akademie mit SAP SuccessFactors oder ob man sich für eine integrierte Akademie mit dem klassischen SAP entscheidet und das Ganze auch umsetzt. Das ist so die Quintessenz, die wir nach diesen 30 Minuten finden können zu diesem Thema integrierte Lösungen. Und gerne möchten wir damit den Chat freigeben, um die Fragen, die Sie vielleicht im Laufe des Webinars gesammelt haben, für Sie beantworten zu können. Okay. Vielen Dank, Elke und Sarah, für das aus meiner Sicht sehr spannende Webinar. Also es ist jetzt auch wirklich eine Punktlandung zeitlich gewesen, 11.33 Uhr, super. Wie gesagt, falls Sie jetzt noch Fragen an meine beiden Kolleginnen haben, können Sie diese gerne in den Chat eingeben. Es kamen schon einige Fragen während des Webinars rein. Und ich würde jetzt einfach mal anfangen zu versuchen, diese Fragen zu bündeln und entsprechend an euch weiterzuleiten. Wie gesagt, falls Sie noch während der Fragerunde noch weitere Fragen haben, können Sie diese gerne in den Chat eingeben. Die erste Frage war hybride Strukturen. Ist das nur der Fall, wenn schon ein bestehendes SAP-ERP-System steht? Oder ist es auch der Fall, wenn HR-Systeme total neu eingeführt werden? Naja, auch das ist wiederum kundenindividuell zu entscheiden. Wenn Sie bereits ein SAP-System haben, in dem Sie Ihre Stammdaten pflegen, indem Sie auch schon die Ab- und Verrechnung
durchführen und das Organisationsmanagement abbilden, dann kommt natürlich eine hybride Lösung in Frage. Wenn Sie noch nichts haben und wenn es Ihre Unternehmensstruktur zulässt, dass die Cloud-Security-Aspekte passend sind, spricht auch nichts dagegen, ein Employee Central direkt in SuccessFactors abzubilden und dort auch Ihre Organisationsstruktur mit aufzubauen. Okay, da kam jetzt gerade in diesem Moment noch eine Frage rein. Ich denke mal, die nehme ich jetzt gerade nochmal auf, weil die perfekt dazu passt. Hybride Lösung bedeutet auch doppelte Lizenzkosten, richtig? Fragezeichen. Das wiederum dürfen Sie gerne mit der SAP direkt vereinbaren. Das ist der Charme, den wir als Beratungsunternehmen haben, dass wir dann kommen, wenn schon die Lizenzen gekauft sind, sodass es da mit Sicherheit gute Lösungen gibt, die da die SAP anbietet. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage ist, werden Kurse auf Basis der Gap-Analyse direkt vorgeschlagen? Du hattest vorhin ja diese Gap-Analyse gezeigt. Also werden Kurse auf Basis dieser Gap-Analyse direkt dem Mitarbeiter vorgeschlagen? Naja, das bedarf tatsächlich einen, sagen wir, einen Klick durch den jeweiligen Manager. Und zwar werden Kurse auf Basis von Kompetenzen vorgeschlagen. Das heißt, wenn wir einen Gap vorgestellt, also festgestellt haben, das haben wir ja eben in dem Screenshot gesehen, an diesem roten Balken, dann habe ich direkt daneben einen Link, auf den ich gehe und dann kann ich sagen, zeig mir bitte alle Kurse an, die dieses Gap füllen können. Und dann werden mir dort alle diese angezeigt auf Basis dieser Kompetenz und natürlich mit der ausreichenden Ausprägung dieser Kompetenz. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage oder Fragen in diesem Bereich ist, Training on the Job, wird gerade Training on the Job prozessual durch ein LMS auch unterstützt? Gibt es da Möglichkeiten oder Erfahrungen? Durch meine Lieblingskategorie, die da heißt Weitere, daran habe ich einen Lachen gefressen. Sarah, vielleicht kannst du dazu etwas mehr sagen, was die Kategorie Weitere alles kann hinsichtlich eines Training on the Job Trainings. Vor allem, wenn Sie diese Kategorie oder dieses Letztere, das ich vorgestellt habe, verknüpfen mit einem E-Learning oder mit einem Präsenzseminar, das heißt mit weiteren Kurselementen, und die bündeln in einem Lernpfad, dann kann das tatsächlich prozessual unterstützen. Zumal, wenn wir dem Lerner die Aufgabe geben, er hat jetzt zum Beispiel ein Präsenztraining bearbeitet, das haben wir bei vielen Kunden gesehen, dieses Szenario, und soll das, was er gelernt hat, dann in zum Beispiel 10 Tage lang in einem Training on the Job vertiefen, dann bietet das System die Möglichkeit, dass Sie im Vorfeld zu diesem Training on the Job Aufgaben definieren, sogenannte Tasks. Das bedeutet, ich gehe hin und sage, so, nachdem jemand diese 10 Tage geübt hat, soll er das, das, das und das beherrschen, bestimmte Aufgaben beherrschen. Und wenn der Mitarbeiter nun diese 10 Tage durchgeführt hat und geübt hat und sein Training absolviert hat, geht er übers System und kann dort einen sogenannten Beobachter wählen. Und dieser Beobachter kann beispielsweise, wenn wir an Läden denken, Filialleiter sein oder es kann auch der Manager sein. Und dieser Beobachter hat dann in seinem System bzw. auf seinem mobilen Endgerät diese Task-Checklist und kann sich tatsächlich anschauen, kann derjenige das nun? Und diese Checkliste kann aus einer einzigen Aufgabe bestehen oder eben aus mehreren. Und sobald der Beobachter sagt, erledigt, 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 das kann er dieses auch mit Kommentaren versehen. Und dadurch bekommt das LMS die Rückmeldung wiederum, dass dieses Training on the Job erfolgreich absolviert wurde und landet damit eben in der Lernhistorie des Lerners.